Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Game of Thrones. Wir haben jetzt hier in der letzten Folge gerade mal ein wenig aufgeräumt unter den Wildlingen und haben einen Helm gefunden. Mal gucken, was dieser Helm uns bringen mag. Was hat denn der Helm? Oh ne. Ausrüstung, Gürtel. Nee, geh weg. Rüstung hier. Hier haben wir ein bisschen was gefunden. Achtung, Mann. Ach, das sehe ich gar nicht, was ich aktuell habe. So. Torix Helm hat Lebenskraft 90, Energiebedarf 4, Abwehr und Malus 3. Naja, jetzt ist natürlich so, dass er einiges an Lebenskraft bringt, dafür aber der Energiebedarf auch um das mehr als Doppelte steigt. Okay, meine Rüstung ist auf jeden Fall besser als die Lederrüstung der Wildlinge. Okay, ich probiere es einfach mit dem Helm mal aus. Super, jetzt sehe ich ja schon mal sehr schick aus, würde ich sagen. Ist ja dämlich. Der gefällt mir nicht, der Helm. Den nehme ich nicht. Wird auch so gehen, hoffe ich mal. Okay. Mal kurz hier umschauen, ob wir irgendwas vergessen haben. Nee, haben wir nicht. Knapp. In die Tiefen. Es gibt hier noch mehr Aufgaben zu erledigen. Da ist schon der nächste. Yippie, hey, Schweinebacke. Okay, machen wir hier gleich mal. Aktionsfelder belegt. Oh Mann, wie kann ich jetzt gerade mal die Aktionsfelder... Ach, entfernen kann ich so. Okay. Machen wir so und wechseln dann mal kurz auf den anderen Freund hier. Machen einen gezielten Schlag. Und verteidigen uns dann. Bevor wir wieder zurückwechseln. Und dann durchstechen wir den. Jawohl. Zap, da liegt er. Erfahrung erhalten. Und nochmal einen Bogen gefunden. Und nochmal eine Haube der Wildlinge. Eine Haube. Jetzt will ich aber nicht anfangen, nach jedes Mal, wenn ich hier was eingesammelt habe, zu gucken, ob das besser ist. Haube der Wildlinge. Wie sieht denn die aus? Ja, okay, die ist jetzt mal auf. Die geht jetzt nämlich auch noch, vom Aussehen her. Okay, der Pfad ist, glaube ich, hier doch mehr oder weniger vorgegeben, den wir zu gehen haben. Deswegen geht es jetzt hier mal runter. Oh je, oh je, oh je. In den sieben Höllen! Was ist das für ein Geräusch? Ein Jagdhorn der Wildlinge. Sie ziehen sich zurück. Jetzt, da sie wissen, dass wir nahe sind. Bei der Mutter! Wir werden hier alle sterben! Halte den Mund, Poddy. Wir werden diejenigen sein, die angreifen. Aber wir sind ohne Hoffnung sehr. Oh, das. Was sagen jetzt? Ich werde diesen Feigling zurechtweisen. Er ist zu nichts zu gebrauchen. Zu irgendwas wird er schon gut sein. Keine Sorge, Poddy. Ich habe in der Schlacht am Hirschberg Schlimmeres gesehen. Was? Ihr wart dort, Sir? Konzentriere dich auf die Gegenwart, Poddy. Falls mich mein Gedächtnis nicht täuscht, kannst du gut mit dem Bogen umgehen. Gib uns Deckung von der Brüstung dort. Folge mir. Zu Befehl. Na, endlich macht er mal, was er soll. Führt Poddy zu einem Beobachtungsposten, sodass er euch mit der Bogen Deckung geben kann. Wohin denn? Da oben oder was? Hier? Nee, nee, er ist schon unten gemeint, wa? Springen wir hier schnell runter. Weiter runter? Sir Mors? Wir können den Turm nicht ohne Schutz von hinten verlassen. Wir würden dank dieser Bogenschützen schneller fallen als die Unterwäsche einer Hure in Flohloch. Heißt? Sir Mors? Wir können den Turm nicht ohne Schutz von hinten verlassen. Achso, okay, ich bin hier falsch anscheinend. Dieser Bogenschützen schneller fallen als die Unterwäsche einer Hure in Flohloch. Na gut. Hier entlang? Oh, haben wir was übersehen. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das sind ein paar Gegner hier vorne.
Was ich aber gerade mal machen will. Ob sie. Nee, Pause-Taste ist die da. Hier das einhändige Schwert ist jetzt doch nicht das, was ich eigentlich mag. Lieber auf mein. Wo ist denn mein. Henkersaxt, antikes Schwert, Steinbeil. Das da. Ich möchte wieder auf mein anderes Schwert zurück switchen. Mit dem komme ich mir irgendwie sicher vor. Okay, kommt der andere zu uns? Okay, jetzt wechsle ich einfach kurz auf den da. Führe einen gezielten Schlag aus. Verteidige mich dann nur. Das glaube ich gehen. Genau, nochmal durchstechen. Oh, da kommt kommt ein Pfeil von hinten geflogen. Schnell erledigen hier. Ein bisschen Energie sammeln und dann rein hier. Auch zwei gezielte Schläge und noch einer hinterher. Jawohl. Wo ist denn jetzt Olli, eigentlich? Du bleibst hier. Okay. Ja. Ihr könnt euch auf mich verlassen, Westford. Gib uns so lange Feuerschutz. Ich habe mich Westford genannt. Verstanden? Ich werde mein Bestes geben. Das und hoffentlich mehr. Es sind unsere Ärsche, denen du Deckung gibst. Wir werden nach unten gehen und sie davon abhalten, die alte Festung von Eismark wieder zu öffnen. Also schlaf nicht ein. Ja, mal gucken, ob Poddy zu was zu gebrauchen ist. Na, hier ist doch einiges zu mitnehmen. Und der hat doch bestimmt auch was dabei gehabt. Ne, hat er nicht. So, jetzt will ich doch mal. Jetzt mache ich es doch, jedes Mal nachzugucken. Jetzt könnte ich natürlich auch mal mit dem Holzschild. Kann ich dem was geben hier von meinem Zeug? Das wäre jetzt ja cool gewesen, wenn ich dem hier was abgeben könnte. Aber kann ich dem von meiner Rüstung was abgeben? Hier den Helm? Nee, kann ich nicht. Na gut, anscheinend kann ich dem jetzt hier gerade noch gar nichts abgeben. Hier, schwerer Brustpanzer, den kann ich anziehen. Wie sieht der aus? Jawohl. Scheiße sieht er aus. Warum sehen denn die Sachen so scheiße aus, sag mal? Hier habe ich noch was. Ups! Entschuldigung! Mann, oh Mann, wir haben ausgezogen hier. Was ist denn hier los? Zieh's wieder an. Rüstung Nachtwache. Okay, ich sehe schon, ich muss mich hier nochmal ein bisschen besser damit beschäftigen. Ach, mit Arkon ist wieder entfernt. Jetzt ist es, glaube ich, jetzt missverstanden. Okay, Poddy bleibt jetzt hier oben und hält uns den Rücken frei. Während ich jetzt hier mit meinem anderen Kollegen, Namen vergessen, Zeltigar ist es, glaube ich, jetzt hier hoffentlich hier runter kann. Ja, jetzt können wir runtergehen. Bist du dabei, Kollege? Ja. Okay, und weiter runter. Da steht schon einer. Kurz umschauen. Nichts übersehen. Dann auf zum Angriff. Achso, einige Fertigkeiten führen zu Bonuseffekten, wenn sie auf Gegner angewendet werden, die einen bestimmten Status aufweisen. Die Fertigkeit gezielter Schlag verursacht zusätzlichen Schaden, wenn der Gegner den Status Blutung aufweist. Okay. Der will auf mich schießen, ja. So, mit dem Schaden kann ich eine blutende Wunde zufügen. Probiere ich doch gleich zweimal aus. Oh, der ist jetzt auch gerade hier in einem. Ach, das ist natürlich doof. Okay, den muss ich mal hier oben schnell erledigen. Okay, nochmal schon.
So, jetzt werde ich dem hier mal durchstechen. Und Potty tut sich kurz selbst verteidigen und dann. Achso, ist er gar nicht genug Energie. Ja, ich sag Potty, aber das ist ja gar nicht Potty, das ist er. Na gut, dann muss er sich hier mal kurz ein bisschen verteidigen. Hat das eigentlich unser Bogenschütze da oben was gemacht? Habe ich natürlich nicht mitbekommen. So, der hat ein bisschen was. Lederstiefel und Armschienen. Nehmen wir alles mit. Irgendwann wird unser Inventar voll sein, habe ich so ein Gefühl. Du bist da oben? Naja, hoffentlich. So, hier vorne kommt jetzt eine... Polly ist ein feiger Wicht. Aber er kann zumindest gut zielen. Okay, hat er doch geschossen. Ach ja, da liegt einer. Okay, Jungs. Bist du dabei? Jawohl. Machen wir platt. Alle zusammen. Bogenschütze dabei. Links vom Lebenskraftbalken befindet sich eine Rüstungsanzeige. Je stärker die Rüstung ist, desto mehr kann der Gegner einstecken. Keine Rüstung. Leichte Rüstung. 5 Elite-Gegner. Moment, links von dem Lebenskraftbalken auf uns zu kommt jetzt... Deswegen kann ich jetzt gerade gar nicht überblicken hier. Okay, jetzt wird's lustig hier. Jetzt muss ich ja mal ein paar vernichtende Schläge machen. Okay. Das mit dem Switchen ist immer ganz lustig. Wumms. Jawoll. Fieser Schlag in die Mark gegen. Schau dir mein Schwert an. Autschi. Da vibriert mein Control-Pad. Schwarzes Blut. Diese Plünderer haben schneller gegraben, als ich dachte. Das Tor ist beinahe wieder offen. Ich bin mir sicher, dass weitere Wildlinge auf der anderen Seite der Mauer darauf warten, dass Gorns Stamm das Tor öffnet. Wir haben ihn übrigens noch nicht gesehen. Sei wachsam, Keltiger. Sir Mons, hinter uns. Da kommen noch mehr. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, Moment. Hetzt euren Hund. Ihr könnt euren Hund einen anderen Gegner als einen anderen angreifen lassen, mit dem ihr gerade kämpft. Wählt ein neues Ziel aus, öffnet den Fertigkeitenkreis. Die erste Fertigkeit angreifen kann jetzt... Okay, so, habe ich jetzt nicht verstanden beim ersten Durchlesen. Erster Satz ist klar. Wählt ein neues Ziel aus und öffnet den Fertigkeitenkreis. Den Fertigkeitenkreis, um die Leibwechselfertigkeit anzeigen zu lassen. Ja, okay. Sie kamen von hinten. Okay, Moment. Achso, ich muss erst ein Ziel wechseln. Das kann ich jetzt so nicht machen. Okay, jetzt wechsle ich hier. Nee. Der war's nicht. Moment. Muss ich hier mal so machen? Charakter. Ach doch, hier. Leibwechsler. Okay, okay, jetzt kann er dann jemanden angreifen. Gut. Was kann er noch machen? Ins Bein beißen. Ja, Moment, hier. Es hängt ja hier irgendwie. Ins Bein beißen kann er machen, genau. Und dann den Schild aus der Hand reißen. Okay, ja gut, jetzt habe ich das zumindest schon mal gemacht. So, jetzt muss ich hier Heldenfertigkeiten dem Hund, der darf jetzt angreifen. Genau. Oh, da geht er schon ab. Ey, Moment, jetzt bin ich hier wieder falsch gewesen. Okay, das mit dem... Oh,
Und muss ich jetzt natürlich noch ein bisschen... Ja, jetzt bin ich dabei. Jetzt geht er. Jetzt geht die Luzi ab. Ich brenne. Aua, ich brenne. Greift der meinen Hund an, oder was? Muss ich hier mal kurz zu dem wechseln? Ach, der hat den jetzt erledigt. Ist er auch gestorben? Was natürlich uncool wäre. Ach, jetzt ist gerade hier mein Poddy gestorben, oder wie? Ja, Erfahrung erhalten. Aber leider ist jetzt hier Siltika. Achtung da oben! Ne, jetzt lebt er wieder. Hä? Der sieht böse aus. Die Götter vergönnen mir heute ein Krähenfestmahl! Gorn, du Sohn einer Hure, endlich zeigst du dich! Heute ist es eine Sache zwischen dir und mir! Tötet den Jungen! Ochi. Seid verdammt! Der Schlechter gehört mir! Niemand mischt sich ein! Nach deinem Tod werde ich ein Held sein, den die Frauen vergöttern! Und du wirst bluten, alter Mann! Wenn du wüsstest, wie oft ich das schon gehört habe. Für mich bist du schon tot, Gorn. Okay. So, jetzt greift mein Hund ja auch an. Ja, Terence hat meine Gruppe verlassen. Das habe ich durchaus gemerkt. Bisher mit meiner Kraft, glaube ich, haushalten hier. Aber es sieht, glaube ich, ganz gut aus. Jetzt habe ich ihn schon gleich halb runter. Jetzt, sehr genau. Jetzt muss ich natürlich einen gezielten Schlag irgendwie machen können, was ich aber leider nicht kann. Power aufgeladen hier. Und dann gib mal jetzt den Rest. Aua, hat er mich jetzt umgehauen? Hat er mich wirklich mal kurz hier umgehauen, aber dann. Was geht denn jetzt ab? Jetzt kämpfen sie ja alle gegen mich. Okay, Moment, jetzt muss ich, glaube ich, mal kurz auf meinen... Ach, wird er falsch gemacht, ja, mit dem Hund. Okay, man muss erst hier ein anderes Ziel auswählen. Oh, was aber so schnell gar nicht geht. Ja, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Machen die mich jetzt hier fertig, oder wie? So, jetzt habe ich mal hier den... ausgewählt. Jetzt geht der Hund auf den. Ich mache ja ein paar vernichtende Schläge. Okay, was passiert jetzt? Ach, Gegenübermacht. Nein.
Oh oh. Brüder der Nachtwache, Feuer! Corin Halbrand. In letzter Sekunde, würde ich sagen. Wie die fliegen. Wie die Fliegen fallen sie da?